Heute, dank an die Fernsehpartner, heute waren wir extrem schnell. 24 Minuten nach Schlusspfiff sitzen wir da, bin ich der Letzte, der kommt, als der die Pressekonferenz leiten soll. Ja, darf ich immer du zuerst den Gästetrainer ersuchen, seine Statements zum Spiel abzugeben. Guten Abend. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen, sind aber die ersten 30 Minuten circa überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wiener Neustadt war bissiger, war in den Zweikämpfen präsenter. Wir haben uns sehr schwer getan. Erst nach dem Elfmeter, nach dem Ausschluss und dem 0-1, hatte ich das Gefühl, dass wir ein wenig aufgewacht sind. Zweite Halbzeit war es dann ein sehr kurioses Spiel mit vielen Konterchancen auch von Wiener Neustadt, die wir aber noch verhindern konnten. Heinz Lindner hatte zwei, drei tolle Aktionen, die er eine hundertprozentige Torchance aus Konter zunichte machte. Wiener Neustadt hat wahrscheinlich ein bisschen Angst gehabt vor dem Gewinnen. Wir haben alles probiert. Die Jungs haben zweite Halbzeit wirklich Gas gegeben. Da kann man der Mannschaft keine Vorwürfe machen, aber du musst eben auch auswärts gegen Wiener Neustadt vom Start weg viel präsenter sein. Mit 11 Mann versuchen, das Spiel zu beenden. Und natürlich, wenn es dann 0-1 steht, dann ist es schwer, mit 10 Mann auswärts gewinnen zu können. Danke vielmals. Gratuliere immer dem siegreichen Trainer. In dem Fall freut es mich natürlich, dass ich unserem Trainer Helge Kollwitzen gratulieren kann. Helge, ich darf dich um deine Statements bitten. Auch guten Abend von meiner Seite aus. Ja, bewusst, dass wir einen sehr starken Gegner vor uns gehabt haben heute. Die Jungs einfach sehr gut aufgetreten, erste Halbzeit. Also muss echt sagen, Hut ab. Sehr viel Druck gemacht und auch nicht unverdient 1-0 in Führung gegangen. Und dann auch, habe ich auch so gesehen am Ende von der ersten Halbzeit, dass wir einen Tick zu passiv waren. Darf man auch nicht sein in so einer Situation, aber kommt oft vor, auch wenn man merkt, man ist ein Mann mehr. Trotzdem, habe die Jungs nochmal wachrütteln können in der Halbzeitpause. Und direkt nach der Halbzeitpause haben wir sehr viele oder einige Chancen gehabt, wo man große Chancen, sehr viel Druck gemacht, gut gespielt. Und da ist einfach in so einer Situation, muss man einfach den Sack zumachen mit dem 2-0. Dann kann man ruhiger spielen. Ist natürlich auch in unserer Situation, solange es immer 1-0 steht. Austria Wien hat sehr viele großgewachsene Spieler auch. Immer wieder gefährlich sein kann bei Flanken, bei Standardsituationen. Da sind Einwürfe, alles schon gefährlich in so einer Situation, solange es nur 1-0 steht. Einen Vorwurf muss ich der Mannschaft machen, dass die Situation nicht zu Ende gespielt haben, dass wir die haben nicht ruhiger angehen können. Aber trotzdem möchte die Mannschaft auch gratulieren zum tolle Leistung heute und die 3 Punkte tun uns sicherlich gut. Darf ich ersuchen, eure Fragen zu stellen, bitte? Sofern es welche gibt. Aber davon gehe ich aus, eigentlich. Naja, Zauberer sind wir alle nicht. Also wir haben gewusst im Frühjahr, wir haben die ersten 9 Runden 6 Auswärtsspieler. Das bleibt da alleine vom Spielplan nicht erspart. Ja. Wir haben uns heute, vor allem heute, sehr viel vorgenommen. Die Mannschaft war gut drauf. Also unerklärlich, dass wir die ersten 30 Minuten überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind. Wie gesagt, erst aufgewacht sind nach dem 1-0 und mit 10 Mann gegen 11, also mit einem weniger ist natürlich dann schwer. Und im Moment haben wir aber auch nicht das nötige Glück. Also Gorgon, der Kopfball kann auch drinnen sein. Zum Schluss behindert sich noch einmal Rotbuller mit dem Alex. Und wir hätten auch noch den Ausgleich schießen können. Aber natürlich hätten wir auch das 2-0 einfangen können aufgrund der Konter, die sich dann ergeben haben, als wir alles riskiert haben. Ja, natürlich, ja, wenn sie, ja, seht ihr alle die Tabelle, wenn es um einen Trainer geht, dann ist natürlich der Trainer schuld, ist ganz klar, ist ganz klar für den ganzen Verein, ja. Es ist mir unerklärlich, dass immer wieder es Spieler gibt bei uns, wo man sagt, es sind nicht alle hundertprozentig bereit. Ich habe vor dem Spiel gewarnt, ich habe vor dem Spiel gesagt, Wiener Neustadt hat da wirklich eine sehr gute Leistung schon
abgegeben im, gegen Sturm. Sie haben 3 Tore geschossen, waren sehr effizient. Wir haben das genau analysiert, wir haben gewarnt. Und trotzdem sind wir nicht vom Startweg präsent gewesen, erst dann, als wirklich schon die Kacke am Dampfen war. Naja, und was es liegt. Zwei Spieler gesprochen, ja. Die was heute sehr schlecht waren. Wir wissen, Alter, wie wir jetzt in der Stadt auftreten, genau von Anfang an und spielen und wir müssen jetzt eine Serie starten. Naja, erstmal sehe ich es nicht so, dass er. Erstmal sehe ich es nicht so, dass er. Das Alltag so schlecht war gegen uns. Sie haben offensiver gespielt, ja. Das hat man heute auch gesehen, dass sie defensiver gespielt haben. Und ja, es ist mir unerklärlich, warum wir so auftreten vom Startweg. Wir haben sich das ganz anders vorgenommen. Ich habe darauf hingewiesen. Ich habe auch zur Presse klar und deutlich gesagt, dass wir aufpassen müssen, dass keiner 1% runtergehen darf von seiner Leidenschaft, von seinem Herz, wie wir auftreten. Auch bei der Spielerbesprechung haben wir alles klar angesprochen. Und doch ist es uns nicht gelungen, vom Start weg hier am Platz präsent zu sein. Und Wiener Neustadt war sehr motiviert, sehr zweikampfstark und bissig. Und die haben es eigentlich so gemacht, wie wir das machen wollten. Ja, was ist jetzt die Frage? Ja, ich meine, das ist das praktisch die Austria gewarnt gewesen. Ja, ich habe alle Mechanismen gemacht vor dem Spiel, dass wir die Mannschaft warnen. Ja? Also mehr kann ich auch nicht tun. Kannst du dir auch erklären, warum das Spiel richtig dann überhaupt nicht funktioniert hat? Wie war es jetzt in der Neustadt dann das gespielt, was man nicht von der Austria erwarten kann? Ja, wir haben Kompliment an Wiener Neustadt. Die sind sehr gut aufgetreten, haben auch, nachdem wir sehr in der zweiten Halbzeit sehr viel riskiert haben, entsprechende Konterchancen gehabt. Nur müssen sie es halt besser auch fertig spielen. Und die Konterchancen haben wir auch nicht schlecht verteidigt, hatten auch bei der einen oder anderen Aktion Glück. Und ja, wir hätten aber auch ein oder zwei Tore schießen können. Ja, mit einem Mann weniger war es dann ein bisschen schwieriger, so ein Kombinationsspiel aufzuziehen, wie wir das noch eine Woche vorher gegen Alltag gemacht haben. Ja, aber durch eine Dreierkette gab es im Mittelfeld, dass der Posten noch immer dieselbe Anzahl an Spielern gehabt hat, von dort irgendwie wenig kommen. Ja, der Quasin hat sich sehr bemüht als unser Jüngster und ich denke, Holzhauser hat auch alles versucht, um spielerische Linien reinzubringen. Ole, ole, für Nächte war ich seh, unsere Fahne ist Flores und sie holt mir hoch in den Weg. Die Siegen voll Elan, den Sieg wieder entgegen, unser Herz, für den ich seh, für uns wird's nichts anderes gehen. Jetzt kann kommen, so wie's will, wir stehen hinter dir. In Wahrheit werden wir gewinnen, wir können nicht verlieren. Der Gegner kommt in Schwitzen, es kann nicht anders sein, weil gemeinsam mit die Giga rennt der Völker.